Willkommen zum iMovie Tutorial. Wir haben ja nun bereits einen Background Beat in GarageBand erstellt. Diesen wollen wir nun mit iMovie zunächst mal importieren, als Grundlage für unser Video. Wir sind hier in der Auswahl von GarageBand und tippen dann rechts auf Auswahl. Alles beginnt zu zappeln. Hier haben wir den LearnLab Song, den wählen wir aus und dann oben links auf Senden gehen. Und dann hier auf Öffnen in. Nun können wir den Song direkt zu iMovie schicken. Wir machen das mal in hoher Qualität für den Sound und drücken dann auf Bereitstellen. Der Song wird exportiert, das dauert ein bisschen. Und dann kommen wir automatisch zur iMovie-Auswahl hier oben links. Wir tippen auf iMovie und dann werden wir nach iMovie rübergeleitet. iMovie wird automatisch gestartet und wir gehen auf Neuen Film erstellen. Nun ist unser Sound auch schon drin. Wir hören uns mal an, ob alles geklappt hat. Ja, das hat doch gut funktioniert. Nun brauchen wir natürlich ein paar Bilder in unserem Film, klar. Am einfachsten ist es, wir wählen uns ein paar passende Bilder zu den Texten, die wir von der anderen Gruppe bekommen, im WWW aus. Auf Wikimedia Commons finden wir lizenzfreie Bilder, die wir nutzen können. Ich habe schon mal ein paar ausgewählt. Und zwar zunächst mal hier eins, was uns beim Arbeiten am Laptop zeigt und dann haben wir hier noch ein Beispiel. Wir machen gerne Sport und noch ein Beispiel. Wir machen Teamwork. Wir arbeiten vernetzt. Das ist dann automatisch hier alles eingefügt. Einfach in den Aufnahmen die Bilder auswählen, antippen und sie werden dann automatisch als Film zusammengefügt. Das sieht dann schon ganz gut aus. Okay, man kann hier zwischen den Bildern auch noch die Übergänge gestalten, wie die Fades sind und das kannst du ja selber mal ausprobieren. Und man kann auch hier die Bewegung von den Bildern noch ein bisschen verändern, indem man das Bild unten in der Spurspalte auswählt und dann eben hier das Bild ein bisschen zieht hier oben in dem Feld, wo der Anfang ist, wo es anfängt sich zu bewegen. Und wo das Ende ist, wo sich's hinbewegt. Wenn das so stimmt, dann kann man das nochmal anschauen. Jetzt ist die Bewegung von dem Bild ein bisschen anders. Was jetzt noch fehlt, ist natürlich der Text, den wir von der anderen Gruppe bekommen. Den können wir zum Beispiel einfach hier eintippen, indem wir das entsprechende Bild auswählen und dann unten auf Titel tippen. Dann können wir einen Eröffnungstext zum Beispiel eingeben und einfach hier oben rein den Text löschen und dann unseren Text eingeben. Ich tippe jetzt mal, wir lernen vernetzt mit www im LearnLab Berlin. Und schon haben wir hier unseren Eröffnungstext. Okay, das mittlere Bild bekommt natürlich auch einen Text. Wir wählen wieder Titel aus und nehmen jetzt nicht mehr Eröffnung, sondern Mitte. Und dann könnte hier zum Beispiel stehen, wir gehen viel raus und machen Sport im LearnLab Berlin. Okay, und unser Schlussbild kriegt, ihr ahnt es schon, auch noch einen Text über Schließen. Und da schreibe ich jetzt mal hin: Wir arbeiten im Team
worldwide, vielleicht mit Skype oder Twitter, im LernLab Berlin. Okay, dann gucken wir uns unserem Filmchen mal an. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Eventuell magst du ja auch deine Musik vor dem Import in GarageBand noch ein bisschen anpassen, wenn da zu viel Sound ist. Ich habe ja gesagt, es muss möglichst schlicht sein, damit es den Film nicht überlädt. Und vielleicht magst du ja auch den Text selber hier direkt reinsprechen. Das geht natürlich auch, indem du das Bild wieder auswählst und oben rechts auf Audio gehst, da kannst du also Texte einfügen oder du kannst auch Musik oder Toneffekte einfügen oder du kannst auch deinen Text da drüber sprechen, indem du einfach alle Auswahlen stoppst, ins Leere tippst und dann hier unten auf das Mikrofon gehst und du siehst hier an der Anzeige, wir sind aufnahmebereit. Und jetzt gehe ich mal auf Record. Wir lernen vernetzt mit www im LernLab Berlin. Okay, und das kann man dann einmal überprüfen und wenn es einem gefällt, direkt verwenden. Dann haben wir hier unseren gesprochenen Text oder gerappt. Du kannst das bestimmt besser auch direkt im Film. Wir lernen vernetzt mit www im LernLab Berlin. Ja, wenn dir dein Filmchen gefällt und alles passt, wie du es dir vorgestellt hast, dann gehst du oben links auf die Übersicht mit dem Pfeil und dann schickst du mir über die Exportfunktion deinen kleinen Clip. Vorher vielleicht noch den Clip benennen. Und dann direkt hier mit dem Pfeil nach Außen-Symbol in der Mitte, neben dem, links neben dem Papierkorb, kannst du es dann als E-Mail verschicken. Okay, dann würde ich sagen, an die Arbeit. Viel Spaß damit.